Ich begrüße jetzt zwei Filmemacherinnen von der Max-Brauer-Schule. Stellt euch doch mal bitte ganz kurz vor und in welchem Rahmen der Film entstanden ist. Ich bin Denise, 20. Ja, Tutsche, 20. In welchem Rahmen? Also, der Film ist entstanden, also wir hatten den Spuk, das Thema Heimat, und haben dann mit der Kurzfilmschule zusammengearbeitet. Und da sollte sich einfach jeder irgendwie Gedanken machen, so, was verbindet ihr mit Heimat? Und wir im Speziellen haben uns gedacht, so, wir nehmen das Thema Heimatlosigkeit. Weil die Gruppenmitglieder, wir haben ja noch eine Freundin von uns, die mitmacht, Tafka, die leider jetzt nicht da ist, wir kommen alle irgendwie, haben einen Migrantenhintergrund. Und teilweise ist es ja so, dass wir irgendwie hier in Deutschland leben und natürlich in Hamburg vor allem, aber auch andere Wurzeln haben, so. Und das ist so ein Zwiespalt zwischen Heimat und Heimatlosigkeit irgendwo gewesen. Und ja, bitte. Mich interessiert mal, wie liefen die Vorbereitungen für den Film? Also wurde da viel geplant, gescriptet, gescribbelt und... Also am Anfang haben wir jetzt bekommen, okay, die Lehrer kamen zu uns in die Klasse und haben gesagt, ja, okay, Thema Heimat und jetzt macht mal. Und wir wussten halt nicht genau, was wir machen. Also dachten, ja, okay, was können wir machen? Heimat, wir hatten ursprünglich ganz andere Ideen. Und dann haben wir halt, ja, dachten wir, okay, wir wollen eine Film, also eine Bildercollage machen. Das war schon mal fest. Dann sind wir da, haben wir uns daran gesetzt und haben es weiterentwickelt, haben es mit den Lehrern besprochen, mit den Leuten, die von der Kurzfilmschule kamen, und haben dann sozusagen dieses Projekt dann daraus entwickelt. Dafür haben wir, glaube ich, einen Tag oder so gebraucht oder eineinhalb Tage, bis wir genau wussten, was wir machen werden. Also es war eigentlich eher planlos. Also wir wussten so, okay, wo ist ein Ort, was damit zu tun hat, irgendwie mit Heimat in Verbindung zu bringen. Flughafen war viel zu weit weg, gehen wir zum Bahnhof. Und dann kam es wirklich so, ja, mit den Bildern. Und das waren einfach die Eindrücke. Als man da war, hat man das alles wahrgenommen. Man hat es nicht, ehrlich gesagt, wirklich geplant. Man wusste ungefähr, was man wollte. Aber dann auch, wo diese Werbeplakate hoch und runter gefahren sind, das hat man erstmal von oben gesehen, wie das geil aussieht. Und das könnte man verarbeiten. Also einfach da gewesen, die Eindrücke aufgenommen, ehrlich gesagt. Da interessiert mich dann auch nochmal, wie war es allgemein, auf einem Bahnhof, auf einem Hauptbahnhof zu drehen? Habt ihr auch eine Dreherlaubnis besorgt oder war es so ein bisschen Guerilla-Filming? Oder? Ja, also es war ein bisschen chaotisch am Anfang, muss ich schon sagen. Also wir waren da, sind einfach hingegangen und hatten unseren Ständer, die Kamera, und die Kamera läuft. Das war dann einfach so, ja, okay, wir drehen jetzt einfach mal. Dann später, so nach ein paar Stunden oder so, haben wir dann die Information bekommen, dass wir irgendwie eine Genehmigung brauchen. Haben dann irgendwo angeklopft, haben dann Bescheid gesagt, die meinten so, ja, dreht einfach, okay. Dachten wir so, ja, okay, nichts los, machen wir halt einfach. Und dann später, als wir auf dem, in der Wandelhalle dann aber waren, da durften wir dann diese Schilder zum Beispiel, die Anzeigen, die Tafel, wohin die fahren, die Bahn, da durften wir zum Beispiel nicht mehr drehen. Und da wurden wir abgebrochen. Ja, das war schon ein bisschen stressig, also immer hin und her. Dann haben wir dann doch irgendwie aufgepasst, dass da keiner guckt. Haben wir ein bisschen so versteckt gedreht sozusagen. Alles klar. Wie kam es eigentlich zu der Entscheidung, in Schwarz-Weiß zu drehen? Man sieht auch zwischendurch nochmal ein paar Fotos, die sind in Farbe auch. Es sind nur wenige. Aber der Hauptteil des Films ist in Schwarz-Weiß. Wie ist diese Entscheidung gefallen und warum? Ja, also unser Film sollte ja sozusagen kein fröhlicher Film sein. Es sollte, also es ist eher melancholisch basiert. Und es sollte den Leuten auch vermitteln, okay, es geht jetzt nicht darum, dieser junge Mann sitzt am Bahnhof und der ist traurig. So. Und das ist das halt, was schwarz-weiß ist. Und diese Bilder erinnern, also es ist farbig, das haben wir extra so gemacht, weil es erinnert ihn an seine Vergangenheit, als er noch Spaß hatte, als er glücklich war. Das ist so der Kontrast. Mich interessiert jetzt zum Schluss nochmal die Musik. Die Musikauswahl erscheint mir sehr, sehr gezielt, sehr filigran. Wie lange hat das gedauert? Wie lief das ab? Und was war euch jetzt wichtig dabei an der Musik? Wir müssen gleich sagen, Typhoon, der Darsteller des Films, hat auch selbst die Musik aufgenommen mit seiner Nay. Also er hat ja selbst erfahren, wie es da ist. Er hat sich in seine Rolle gefügt und er hat es gespielt. Einfach
ganze Zeit uns aufgenommen und dann haben wir es einfach drunter gelegt und es hat gepasst. Also man hat sich nicht wirklich viel Gedanken gemacht. Wir haben gesagt, Typhoon, du kannst das, spiel mal. Und er hat einfach gespielt und das ist da rausgekommen. Also wir hatten immer die Musik so als Hintergrund, das war unser Leitfaden und die Bilder haben wir dazu dann sozusagen angepasst. Also es war dann wirklich so, es war viel leichter für uns. Also wenn man Bilder hat und dann die Musik anpassen muss, ist halt, glaube ich, etwas schwieriger. Aber wenn man schon so ein Konzept hat und so einen Grundleitfaden, dann ist es, glaube ich, viel einfacher, einfach auch die Bilder anzupassen, die Geräusche dann im Hintergrund. Das war nicht ganz, ja. Okay, der Film war wirklich sehr, sehr rund. Kann man noch auf mehr warten? Kommt noch was? Ist was im Kopf? Was raus muss? Ich weiß nicht, eigentlich nicht. Also es war ganz schön viel Arbeit und dann haben wir uns auch gefreut, dass wir irgendwie mal fertig waren damit. Wir alle drei sind eigentlich gar nicht so in der Filmszene oder Schiene und interessieren uns eigentlich auch gar nicht so dafür. Aber der ist passiert und wir sind stolz drauf, aber ich glaube nicht, dass noch was kommen wird. Ich weiß es nicht, vielleicht ändert sich das mal. Ja, also ich weiß es auch nicht genau, also ich glaube von mir auch eher nichts, aber es kann sein, dass von Tafka vielleicht noch was kommt. Ich glaube, die ist da eher so begeisterter. Ja, also ich glaube, dass es eine schöne Erinnerung sein wird und vielleicht wird es dann später in 2-3 Jahren auch für uns ein Leitfaden sein, und so, ey, guck mal, ich habe mal einen Kurzfilm gedreht, so, wie wäre es mal damit? Vielleicht ist das ein Ansatzpunkt vielleicht für uns gewesen. Wenn was kommt, dann hoffen wir, uns in 1, 2 oder 3 Jahren wiederzusehen. Ich danke euch recht herzlich. Vielen Dank.